Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Office Horror Story. So sieht's aus, Leute. Ich muss dazu beichten, ich habe dieses Spiel vor Jahren mal auf meinem Tablet gespielt, was nicht mehr existiert. Leider. Ich glaube, das existiert noch, aber ob das funktioniert, weiß ich gar nicht mehr. Ist auch egal. Und ich habe dieses Spiel damals gespielt und es war damals interesting. Es war damals schon trashig. Ich dachte mir schon so, Alter, das ist so richtig übelster Trash. Aber ich dachte mir so, okay, kann man mal testen. Habe ich eine halbe Stunde gespielt, habe es nie wieder angetestet. Und ja, jetzt habe ich das Ganze auf Game Mode gefunden und dachte mir so, Alter, das probierst du jetzt einfach mal aus. Ja, Leute, so sieht's aus. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir starten direkt mal rein. Let's go. So, Alter. Ja, so sieht's aus. Wir sind hier in diesem wunderschönen Kackbüro. Grafik ist natürlich fast, das ist klar. Alter, also ich weiß nicht, wer sich dieses Büro gemietet hat, aber guck dir mal die Wände an, Alter. Die gammeln hier unten halb weg. Einfach schön. Ist einfach richtig schön, das Büro. Hat bestimmt 10 Euro gekostet oder so. Monatliche Miete 2 Cent oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Alter, ist auch wunderschön. Oh, wir können cleanen. Das ist cool. Wunderschön, wie einfach dieser Stuhl. Der Stuhl ist einfach inbegriffen mit in diesem Schrank. Das ist so ein Digipack, weißt du? Das konntest du einfach kaufen bei Ikea. War gerade im Angebot für 2,99. Ist zusammengeschweißt einfach. Ist einfach gut. Ich kann sogar springen. Toll. So, wir haben hier einen Fax. Wir haben hier einen Wasserspender. Überall ist ein Wasserspender. Bei One Late Night, bei diesem anderen Office-Spiel von der letzten Folge irgendwie, von dem letzten Horror-Ding. Und hier auch jetzt. Interessant. So. F, okay, also schade, damit geht nichts. So, wir sind wieder eingepennt bei der Arbeit und ich glaube, der will jetzt sich Kaffee holen oder sowas, glaube ich. Man kennt das, man kennt die Geschichte. I must get home fast, ja, er will nach Hause. Er wird verpennt. So. Kann man hier... Ne, kann man nicht, okay, wollte gerade schon sagen. Komisches Büro, ehrlich gesagt. So, warte mal. Bevor wir jetzt hier... Alles lockt... Alles lockt. Oh, wir können sprinten, das ist gut. Wie jetzt? Echt? Ich darf nicht mal scheißen. Alter, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt aufwache und habe hier so einen Koffeinschiss, Alter? So richtig, muss hier richtig einen durchzimmern, so mit Wasserfall und so. Da geh ich halt nach Hause. Was ist das, Alter? Toller Fahrstuhl. So. Ja, ich kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß nur, musste irgendwie so einen Schlüssel suchen. Ich habe den Schlüssel auf dem Klo gefunden. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es hier überhaupt geht. Deswegen, das ist... Kann ich nicht lesen. Kann man nicht durch. Okay. Es geht nach unten. Exit. Ich weiß gar nicht, wo ich raus soll. Das ist ein tolles Treppenhaus auf jeden Fall. Super. Einfach mega, mega nice. So, Exit, denke ich mal. Okay, da geht's nicht raus, also müssen wir nach oben. Ja, normaler Arbeitstag ist normal, Alter. Hier raus. Hallo? Hä? Wo soll ich denn hin? Da ist zu. Hier ist zu. Da ist natürlich offen. Weiß man auch einfach so, ne? Ist ja klar. So. Es gibt ja auch verschiedene Kapitel, will ich mal nur sagen. What? My office again? Junge, ich dachte immer so, wie es ist. In diesem Büro würde ich mich auch nicht zurechtfinden. Vor allem nicht mit diesem scheiß Treppenhaus. So. Willkommen zurück. Kann ich jetzt scheißen? Da sitzt jemand auf dem Stuhl. Oh ja, moin. Ist bestimmt der Hans Dieter. Ist wieder vorbeigekommen. Wollt mal abchecken. Ist abgeschlossen. Hier? Geht nicht. Wahrscheinlich irgendwie ist hier eine Lücke oder so. Dieter, sag mal. Wie bist du da reingekommen, Alter? Diese Geräusche. Wow. Wow. Einfach, Alter, wow. Überhaupt gar keine Diskretion gegenüber den Frauen, weißt du? Stehst du hier immer hier so, oh, super. Ja gut, ich meine, also, ach, ist halt klein, ne? Kannst du durchkriechen. Das ist mini.
Also das ist eine vernünftige Größe für ein Glory Hole. Also da passt meiner schon durch, was? Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, ne? So. Läuft. Mhm. Also, ich würde gerne später mein Körpergericht verrichten. Okay, hier ist nix. Gut. Safe ist hier irgendwo eine. Ist hier irgendwo eine. Ist, weiß ich nicht. Brechstange oder sowas. Hallo. Geh auf. Halt, sag mal. Ich will hier. Also beschissener geht's echt nicht. Also ich kenne das ja von One Late Night, dass meistens sich was am Klo versteckt. Aber so. Das ist ja. Macht der da einfach die Tür zu, Alter. Ich glaube, es hackt. Tolles Büro. Alter, das ist. Das ist so ungefähr, müsst ihr euch mein Streamingzimmer, mein Aufnahmezimmer später vorstellen. Das ist später so meine Wohnung, weißt du? Dann ist, musst du dir vorstellen, hier so, ist normal. Hier in der Ecke liegt dann so eine Matratze, da penne ich dann immer drauf. Da ist dann einfach so, steht dann so ein kleiner Tisch mit einem Kaffeeautomaten. Und daneben so ein kleiner Mini-Kühlschrank, wo dann einfach nur, ja, Booster drin sind, weil ich zu arm bin, mir vernünftigen Energy zu kaufen. So ungefähr wird es sein. Und das ist natürlich, ja. Hallo? Alter, was ist denn das hier? Hä? Wo hat der gerade hingezeigt? War das die Tür? Okay. Konferenzraum anscheinend. Ah, hinten rum. Oder auch nicht. Warum flüsterst du so in mein Ohr? Bist du Billie Eilish? Alter, erstmal, die zieh ich jetzt so einen über den Kopf, den Jungen. Den, Alter, die zieh ich jetzt nochmal so über den Kopf, Alter. Dieter, ich hab ja gesagt, ich zahle keine Steuern. Wenn du zu arm bist, für das Büro zu bezahlen, der muss ich mal zeigen, wo der Hammer hängt, doch. Ja, klar sitzt nicht mehr da. Das geht? Ich dachte, das geht nicht. Okay. Auch gut. Was ist das? Ein Schlüssel! Entspann dich doch mal! Okay. Hier ist nicht, hier ist einfach nichts drin. Ist auch gut. What is going on here? Ja, das will ich auch gerne wissen. Ich raff das nämlich nicht so ganz. I must get home safely. Ja, dann... Hast du einen Hammer? Das sind bestimmt sag schnell. Steuerberater. There's got to be a way out of here. Check the basement. Ach, das ist nur der dicke Nachbar von nebenan. Der fällt gerade in seinen Baum in der Einfahrt. Ist auch toll, dass man raushören kann, wo das herkommt, ne? Hä? Ich check gerade nicht. Das kommt doch irgendwo von hier. Das kommt doch genau von da. Ich frage einfach nicht. Sounds like a chance. Oh nein, wirklich? Ganz typischer Zeuge Jehovas oder Steuereintreiber. So sehen die alle aus. Geht ja auch nicht mal mit der Sprit aus, Alter. So. Kann ich nicht wieder aufs Büro gehen scheißen? Muss das sein? Muss ich da jetzt durch? Ich will das nicht. Ja, also wie das hier aussieht. Ist das, vielleicht konnte ich deswegen nicht aufs Klo. Wahrscheinlich war das Klo verstopft oder... Uah. Alter, hab mich gerade erschrocken wegen so einem scheiß Kopf, Alter. Wirklich, ich hab mich ein bisschen erschrocken. Na du? Ja, wow. Da hat nicht mal getroffen, der Lappen. Und der will hier überleben mit so einem Hammer? Spasti. So. Wer ist das? Ach, ist ein PC, ja, was auch sonst. Wieder so ein Keck unterwegs hier heute.
Hä? Ich habe mich gerade nur erschrocken wegen dem Geräusch, ehrlich gesagt. There is something strange in the office on the second floor. Beware of the Chainsaw Killer. Kann ich einmal die Kettensäge nehmen? Und die so anmachen und die nach dem schmeißen oder so? Vielleicht hat er dann die Klappe. Ja, der Kopf ist weg hier unten. Ja, das wäre klar, ne? Scheiße, ey. Willst du einfach nach Hause? Weißt du, hast gepennt? Willst du nach Hause? Darfst nicht mal kacken gehen? Weil so ein... Billie Eilish ist wieder da. Kann ich nicht einfach hier irgendwie... Ach, das ist doch einfach... Also ich sag euch ganz ehrlich, ich finde dieses Treppenhaus sau unübersichtlich, weil jede Tür ist gleich, du weißt halt einfach nicht, wo es lang geht. Richtig merkwürdig. The door locked behind you. Find three keys to lock the door. Wow. Also die Türen hinter uns sind verriegelt. Wir sollen drei Schlüssel finden, um zu entkommen. Auch toll. Wir fangen einfach mal auf dem Scheißhaus an. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Auf dem Scheißhaus ist immer irgendwas mit Schlüssel. Hallo? Geh auf! Ey. Ich schließe die Typen einfach auf dem Klo ein. Was habe ich gesagt? Ja, ich wusste es. Oha. Hausmeister Günther ist da. Günther, willst du Schnitzel oder aber? Ist nicht dein Ernst, oder? Hallo? Alter, was spiele ich hier schon wieder? Günner! 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 Günner, was ist los? Günner! Okay, keine Schnitzel. Das wird Günner nicht so gefallen, du. Das glaube ich, das glaub mal aber, du. Das ist, tja, der kommt bestimmt mal wieder. Wenn Günther eine Schnitzel will, dann holt er sich die auch ab, Alter. So sieht's aus. Aber interessant, dass der Typ einfach, dass er einfach so schlecht programmiert ist, der NPC. Ich weiß auch überhaupt nicht. Weißt du, irgendwie auch niemand hat auch so richtig mal, da ist auch irgendwie gerade null Story hinter. Das ist alles irgendwie nur so wirr hingeschissen nach dem Motto so, ja, mach mal, geh mal, guck mal, tu mal. Ja, toll. Warum? Wozu? Oh, ist schon wieder irgendwo da. Günner! Günner! Wo bist du? Gülle Günni, wo bist du? Ah. Er mogelt hier so ein bisschen rum. Jetzt steht der Stuhl wieder am Tisch. Was ist das? Sag mal, das sind alles... Sag mal... Weißt du, der Typ hat sich auch so gedacht bei der Entwicklung so, ja. Hä? Was war da? Ach, die Tür. Der Typ dachte sich auch nur so bei der Entwicklung so, ja, ich mache jetzt diesen Tisch, also diesen Stuhl, ne, mach das alles fertig so. Hat so ein Ding programmiert, sprich so fertig gemacht, so ein Modell, ne. Und dann hat er sich so gedacht, was könnte ich jetzt tun, um das Spiel zu verbessern? Copy-Paste, 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 Copy-Paste. Richtig, richtig einfach einfallsreich. So, ich hab's mir schon gedacht. Boah, Günne, Günner, Günner, Günner. Günne, Gülli! Alter, Bruder! Blöd, Mann. Geh kacken, Alter. Aber wisch dein Blut weg, ja? Sonst krieg ich morgen wieder Arschklatscher vom Boss. Kann ja nur noch auf dem Frauenklubat sein, Alter. Oh, wir regenerieren uns selbst. So weit ist das Spiel schon. Dass es Selbstheilung beinhaltet, ist ja krass. Ich höre ihn schon wieder. Hallo? Boah, Alter. Muss das jetzt laden, oder was? Hä? Wo soll denn noch der Schlüssel sein, Alter? Ich sehe hier sonst nichts.
Genau. Irgendwo. Nee. Alter, dieses Spiel, ne? Ich will echt nicht wissen, wer sich so... Ja. Günner ist sauer, der... Alter, ernsthaft? Da unten? Das hat er wieder geschnüffelt, ne? Get out of the office. Alter, Günner, ne? Was ist los mit dir? Günner! Was hast du? Willst du schützen oder was? Genau, was los? Das Klo ist verstopft, kümmere dich mal darum. Nächstes wird der Boss wieder morgen, wird der Chef morgen wieder, ist er wieder sauer. Und ich hol mir nicht den Mega ab, dann sag ich nämlich du, was das, ne? Ja, muss mit leben. Digga. Diese ganze. Dieser Typ. Das ist doch voll der Günther, ohne Witz. Du kannst mir nichts anderes erzählen. So. Tschüss, Sikowski, Alter. Jetzt, safe war's das noch nicht. I need to find a better weapon. Explore the basement. Ja, gib mir da... Oh! Oh! Günther! Günther! Alter, dieses Spiel ist einfach so trash. Da war Günther aber gerade aggressiv. Da hast du aber gemerkt, Alter. Alter. Günther, was ist los mit dir? Sag mal. Spasti, Alter. So ein Keck. So. Komm, gib mir irgendwie, was weiß ich, gib mir eine Schrotflinte oder so. Dann kann ich die Typen einfach von 10 Meter Reichweite schon eine Kugel in den Kopf drücken. Sag mal, du bist auch überall, ne? Egal, wo ich bin. Hier, guck mal da. Ich wusste es doch. Ja. Hast du Scheißhaus geklaut, ne? Bist du arm, die eins zu... Der Typ will's wissen, ne? Der hat echt Eier. Door is locked, find the key to unlock. Oh, jetzt muss ich bestimmt noch 5-mal gegen den kämpfen, Alter. Oh. Alter, wie oft denn noch? Komm her jetzt. Alter, dieses Spiel ist sowas von... Ich weiß nicht, gescriptet, da geht's halt echt nicht. Hallo, F. Nee, E. Hä? F? F. Geht doch. Press F to pay respect, Alter. So, hier ist nix. Der Typ gibt auch nur Ruhe, ne? Ja, klar. So, jetzt steht er bestimmt gleich hinter der Tür, pass auf. Ich höre ihn schon wieder, Alter. Der Typ geht mir langsam echt auf den Sack, ne? Günner! Underground Günner! An der Klatsche, ne? Alter. Also den wirst du auch nicht los, ne? Der kommt immer wieder. Der hat auch keine Hobbys, der Typ. Oh. Ernsthaft? Eine Axt nur? Mehr nicht? Spielen wir jetzt hier The Forest oder was? Hallo? Die ist doch nicht mal besser. Die, vielleicht ein Schlag weniger als vorher. Besser ist die Waffe nicht. Alter. Jetzt steht er da. Oh, Digga, kann nicht wahr sein. Sorry, aber... Was ist denn los mit dem, Alter? Oh, Alter. Warte, geht die Tür jetzt da auf? Natürlich nicht. Jetzt muss ich wieder nach oben latschen, jetzt wieder drei Schlüssel. Wir haben so viele Schlüssel. Ist ja überhaupt nicht teuer, so viele Schlüssel da machen zu lassen.
Gönner, wie oft noch? He's totally crazy. I have to find more about this chainsaw killer. Nein! Oh, Alter. Es ist einfach... Hä? Das kann nicht wahr sein. Alter. Der Typ hat sich auch irgendwie null Gedanken darüber gemacht, wie es sinnig ist. Willst du mich verarschen? Schon wieder? Da, ihr wollt mich doch echt verarschen. Hä? Alter, dieser Typ, ne? Ohne Witz. Mir so auf den Sack, komm her jetzt. Alter, es ist überhaupt nicht übertrieben. Ich weiß, du willst deine Schnitzel. Aber ich hab jetzt gerade keine Schnitzel für dich, Günner. Find dich damit ab. Hier, schnipp, schnapp, schniedel ab, was? So. Oh mein Gott, ey. Wieder zurück ins Büro, dann wieder nach unten. Überhaupt nicht übertrieben. Oh, find 3 documents about the Chainsaw Killer. Ja, wahrscheinlich, weil die auch, weil, ja. Find 3 documents about, Günne-Gülli, Alter. Oh, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ich hasse dich, Alter. Hä? Was hat er für eine Reflexzeit? Ist er dumm? Meine Fresse, du. Alter, fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Also 24-7. Hinter jeder Tür steht er gefühlt. Also, the door is locked to find the key. Der war vorher nicht locked. Jetzt auf einmal ist er locked. Also, wen wollen die verarschen? Oh, Günner, ich habe dich gleich gehört. Hä? Also manchmal hält der echt viel aus, ne? Ist aber... Find three documents about it. Wo? Hier ist nichts. Hier ist wirklich absolut nichts über ihn. Nicht mal im verdammten Fax. Ach da. Ich klipp das auch immer so. Few days later, we found him dead. Someone cut his head off with his chainsaw. Okay. Ja, wahrscheinlich der Chef hat sich so gedacht, nee, finde ich jetzt nicht so gut. Das mache ich jetzt nicht so. Wahrscheinlich hat Günner mal die Schnitzel weggefressen, die eigentlich für den Chef bestimmt waren. So. Warum eigentlich mal Schnitzel? Ich verstehe es nicht. Hallo. Tür. Boah, Herrgott, ey. Das ist doch nicht normal. Mach die Tür auf. Hallo? Press F to pay respect. Also manchmal denkst du dir auch so ein bisschen, der Typ ist besoffen, ne? Alter. Ich sag mal, ich war jetzt in fast jedem Raum von diesem Scheißbüro und fast nirgendwo ist hier was. Ernsthaft, kann ich die Waffen wechseln? Warum? Wozu? Welchen Sinn hat das Ganze?